Rock Your Life von Rudolf Schenker und Lars Ament. Steh zu deinen Träumen und der Erfolg kommt von allein. Selbstverwirklichung wie ein Rockstar. Atlanta, 1979. Die Scorpions befinden sich auf ihrer Tour durch die USA und in einem Hotelzimmer in Atlanta sitzt der 30-jährige Rudolf Schenker vor einer beeindruckenden gläsernen Fensterfront, die den Blick auf den Himmel freigibt. Er ist dabei, einen neuen Song zu komponieren. Im Fernsehen läuft eine Nachrichtensendung mit Live-Bildern eines Hubschrauberflugs. Auf den ersten Blick mag diese Szene wie aus einem Rockstar-Leben erscheinen, aber Rudolf ist in diesem Moment nicht von der Aussicht oder den Nachrichten abgelenkt. Seine volle Aufmerksamkeit gilt dem Komponieren. Doch plötzlich bricht die Realität in sein Hotelzimmer ein, als mit ohrenbetäubendem Krach ein Hubschrauber vor seinem Fenster auftaucht. Genau derselbe Hubschrauber, der in den Nachrichten gerade einen Bankraub gegenüber im Gebäude filmte. Nicht, dass der Bericht sich um Rudolf drehte, sein Leben war dann doch nicht so Rockstar-mäßig, sondern um diesen Bankraub. Die Situation ist surreal und erinnert an Szenen aus einem Hollywood-Film, in dem Realität und vermeintliche Fiktion miteinander verschmelzen. Aber solche Momente sind nicht nur Rockstars vorbehalten. Rudolf glaubt fest daran, dass jeder sein eigenes Leben wie ein Regisseur gestalten kann. Jeder kann sein Leben zu etwas Besonderem machen. Ein kleiner Junge aus dem niedersächsischen Dorf Sarstedt kann in einer der erfolgreichsten Rockbands der Welt spielen, einfach weil es sein großer Traum ist. Das mag vielleicht verrückt klingen, aber es ist möglich. Eine ähnliche Geschichte steckt auch hinter diesem Buch, auf dem unsere Kernaussagen basieren. Im Jahr 2008 wurde Lars Ament gefragt, ob er die Lebensgeschichte von Rudolf Schenker aufschreiben möchte. Zu diesem Zeitpunkt hatte Ament gerade eine erfolgreiche Biografie über Bushido veröffentlicht, befand sich aber in einer depressiven Phase und suchte nach dem Sinn seines Lebens. Er musste sogar erst nachschlagen, wer Rudolf Schenker war, der Gründer, Gitarrist und Songschreiber der Scorpions. Er gehörte eher zur Generation seiner Eltern. Dennoch sagte er dem Treffen zu und traf auf einen extrem fitten und glücklichen Yogi, der plötzlich alle seine persönlichen Fragen beantworten konnte. Das mag seltsam erscheinen, oder? Der Verlag, der Rock Your Life im Jahr 2009 erstmals veröffentlichte, sah das wohl genauso. Das Buch verkaufte sich damals nicht besonders gut. Trotzdem glaubten Rudolf Schenker und Lars Ament an den Erfolg. Als sie die Rechte zurückbekamen und das Buch mit dem Untertitel »Steh zu deinen Träumen« und »Der Erfolg kommt von allein« zu einem neuen Verlag brachten, stieg es plötzlich in die Bestsellerlisten auf. Wie ist das möglich? Vielleicht war die Welt im Jahr 2009 noch nicht bereit für diese Ideen. Denn »Rock Your Life« steht dafür, das Leben selbst in die Hand zu nehmen und frei zu gestalten. Was Rudolf bereits wusste und sein Autor auf diesem Weg lernte: Verschwende keine Energie auf Situationen, auf die du keinen Einfluss hast. Warte lieber ab, bis der richtige Zeitpunkt gekommen ist. Vor allem aber, glaube niemals auf, an deine Träume zu glauben. Andernfalls wäre Rudolf Schenker wohl nicht da, wo er heute ist. Immer wieder weht ein frischer Wind und bringt neue Ideen in die Welt. Doch lass uns erst einmal auf eine Reise durch die Bandgeschichte der Scorpions gehen, die Regeln des Universums erkunden und vor allem auf eine Reise zu dir selbst. Kernaussage 1: Scheitern ist Teil des Erfolgs. Im Frühjahr 1981 standen die Scorpions vor einer entscheidenden Phase in ihrer Karriere. Sie planten, ihr 6. Album Blackout aufzunehmen und reisten extra nach Südfrankreich, um sich voll und ganz auf die Aufnahmesessions zu konzentrieren. In den ersten Tagen spielten sie die Musik ein, mit der Absicht, anschließend die Texte aufzunehmen. Doch bevor Sänger Klaus Meine auch nur den ersten Track singen konnte, ereilte die Band eine Katastrophe. Klaus Meine verlor seine Stimme komplett. Nicht nur ein wenig Heiserkeit, sondern ein Totalausfall. Die Idee, das Album aufzunehmen, schien in weite Ferne gerückt. Zurück in Deutschland unterzog sich Klaus 2 Operationen an seinen Stimmbändern. Die Ärzte gaben wenig Hoffnung, dass er je wieder singen könnte. Klaus selbst verlor den Mut und erwog, als Sänger zurückzutreten. Doch Rudolf Schenker war fest davon überzeugt, dass Klaus sich erholen würde
und die gesamte Band stand geschlossen hinter ihrem Frontmann. Und tatsächlich, 7 Monate nach der zweiten Operation war Klaus wieder im Studio, seine Stimme stärker denn je. Dieser Augenblick war nicht nur eine riesige Erleichterung für den Sänger, sondern auch ein Gänsehautmoment für die gesamte Band. Das Album wurde mit 1 Jahr Verzögerung auf den Markt gebracht und bescherte ihnen den internationalen Durchbruch. Die schwerste Krise der Band ebnete also den Weg für ihren legendären Neustart. Die wichtige Lektion daraus ist, dass Scheitern nicht als Misserfolg betrachtet werden sollte, sondern als ein Teil des Erfolgs. Es ist ein Abschnitt auf dem Weg zum Ziel. Rudolf Schenker ist davon überzeugt, dass positives Denken, Euphorie und Lebensfreude einen erheblichen Anteil an der Erfolgsgeschichte der Scorpions ausmachen. Für ihn sind Probleme lediglich Gelegenheiten für einen Richtungswechsel. Die Band sah sich in ihrer Heimat nie wirklich ernst genommen. Die angesagten Bands kamen aus den USA oder Großbritannien und deutschsprachige Bands aus Hannover wurden nicht beachtet. Die Tatsache, dass die Scorpions auf Englisch sangen, was sie damals nicht besonders gut konnten, gab den deutschsprachigen Musikjournalisten zusätzlichen Anlass zur Kritik. Was macht eine verschmähte Rockband in einem Land, in dem niemand zuhören möchte? Sie entscheiden sich für eine Karriere im Ausland. In Belgien, Frankreich, den Niederlanden, Großbritannien, den USA, Südamerika und Asien haben die Scorpions bis heute eine riesige Fanbasis aufgebaut. Als positiven Nebeneffekt können sie immer noch entspannt in Deutschland im Café sitzen und ihren Espresso genießen, ohne sofort erkannt zu werden. In anderen Ländern wäre dies undenkbar. Kernaussage 2. Folge deinem Herzen, nicht deinem Verstand. Begeben wir uns zurück ins Jahr 1965, in den sonnigen April. Der 16-jährige Rudolf geht an diesem Tag auf dem Weg zur Berufsschule in Hannover. Seine Berufswahl ist gefallen, als die Lebenskünstler und Weltenbummler gerade keine offenen Stellen haben, Starkstromelektriker. Bei der Wahl seines Ausbildungsplatzes hat Tini Rudi weniger seinem Herzen, sondern vielmehr den Erwartungen seines Umfeldes folgend entschieden. Seine Motivation ist dementsprechend gering. An diesem Frühlingstag bleibt sein Blick an einem Schaufenster eines Elektrofachgeschäfts hängen. Darin sind die Herzschlaggaranten eines jeden Musikliebhabers ausgestellt. Schallplatten von Elvis, den Stones, den Beatles und anderen amerikanischen und britischen Künstlern, die er seit Jahren heimlich im Radio hört. Neben den Schallplatten hängt ein Poster der Rattles, der damals angesagtesten deutschen Rockband. Wie ein Blitzschlag trifft Rudolf die Erkenntnis, was er eigentlich werden will: Rockmusiker. Er hat ein klares Bild vor Augen, wie er mit seiner Band auf der Bühne steht, Gitarre spielt und den Jubel der Fans im Ohr hat. Noch an diesem Tag holt er die verstaubte Gitarre hervor, die er zum 15. Geburtstag erhalten hatte. Nachdem er zuvor festgestellt hatte, dass Gitarre spielen nicht einfach ist, hatte er das Instrument vorübergehend beiseite gelegt. Doch nun beginnt er einen Fernkurs und übt so hart, dass seine Finger bluten. Diesmal weiß er genau, warum er das tut. Freundschaft, Musik und jede Menge Spaß sind die 3 Dinge, die er sich für seine zukünftige Karriere in einer Rockband wünscht. Interessanterweise hat Rudolf nach seiner Schaufenstererkenntnis nicht sofort alles stehen und liegen gelassen, um seinem Traum zu folgen. Stattdessen hat er seine Lehre als Starkstromelektriker tatsächlich beendet und einige Jahre in diesem erlernten Beruf gearbeitet. Nebenbei hat er die Gelegenheit genutzt, seinen Traum einer Karriere als Rockmusiker zu testen. Er organisierte Konzerte für die Scorpions, managte andere Bands und übernahm Aufträge als Fotograf. Mit nur 21 Jahren heiratete er Margret, die er auf einem seiner Konzerte kennengelernt hatte, und 1 Jahr später wurden sie Eltern. Der richtige Zeitpunkt für den Sprung in das Abenteuer der Rockmusik schien nie zu kommen. Doch irgendwann wurde es ihm klar. Er glaubte an seinen Traum und musste es wagen, unabhängig von den Meinungen seines Umfelds. Der heutige Rudolf Schenker ist davon überzeugt, dass das Universum ständig Zeichen sendet. Und wir müssen bereit sein, sie zu erkennen. Dafür ist es entscheidend, in der Gegenwart zu leben und nicht in der Zukunft. Denn nur im Hier und Jetzt können wir die Weichen stellen
um unsere Träume in der Zukunft zu verwirklichen. Wenn wir uns aus Angst von unseren Zielen abhalten lassen, belügen wir uns selbst. Mit anderen Worten, lass dich nicht von der Zukunft einschüchtern, sondern folge in der Gegenwart deinem Herzen. Verbanne Angst und Zweifel, denn Energie folgt der Aufmerksamkeit. Kernaussage 3. Tu, was dir Spaß macht, aber nicht des Geldes wegen. Werfen wir einen Blick zurück auf den jungen Rudolf vor dem Schaufenster mit den Schallplatten. Er war unzufrieden mit seiner Ausbildung, weil er nicht seinem Herzen gefolgt war, sondern der Versuchung des Geldes erlegen war. Dies ist grundsätzlich in Ordnung, da er zu diesem Zeitpunkt noch nicht wusste, was er später tun wollte. Die Erkenntnis kam erst, als er die Schallplattencover und Poster sah. Erst zu diesem Zeitpunkt wusste er, was er wollte und konnte seiner inneren Stimme folgen. Noch im selben Jahr gründete er die Scorpions. Jedes verdiente Geld wurde sofort wieder in die Band investiert. Dabei war vor allem eines wichtig: Zeit. Erfolg erzwingen zu wollen, funktioniert nicht. Die Musik bereitete ihm immense Freude und weckte eine Fülle von Kreativität und positiver Energie in ihm. Rudolf erkannte, dass, wenn du das tust, was dir Spaß macht, Arbeit nicht mehr wie Arbeit erscheint. Alles wird leicht von der Hand gehen und das Geld wird mit der Zeit von alleine kommen. Im Falle der Scorpions dauerte es einige Jahre und einige Umwege, bis sie den gewünschten Erfolg erzielten. Rudolf, der zuvor selbst gesungen hatte, erkannte schließlich, dass sie einen anderen Sänger brauchten, einen, der das Gesicht der Band werden konnte und sie zu etwas Großem machte. Für viele Menschen hätte das eigene Ego an dieser Stelle im Weg gestanden. Würdest du freiwillig einen Schritt zurücktreten, um jemand anderem den Platz im Rampenlicht zu überlassen? Nicht so Rudolf. In der Silvesternacht 1969-70 trat Sänger Klaus Meine als neuer Frontmann der Band bei. Im Laufe der Jahre gab es auch weitere Besetzungswechsel. Als ihr Gitarrist die Band verließ, stieß Rudolfs jüngerer Bruder Michael zu den Scorpions. Nach einiger Zeit wechselte er zur britischen Band UFO und gründete dann seine eigene Band, die Michael Schenker Group. Damals herrschte in der Musikszene eine enge Verbundenheit zwischen Bands und Neid war selten anzutreffen. Erfolg wird durch den gemeinsamen Einsatz für ein gemeinsames Ziel erreicht. Dabei stehen Gier und die Egos einzelner Personen im Weg. Das Anhäufen von Besitz führt nicht zwangsläufig zum Glück. Glück entsteht durch Anerkennung, Liebe und gemeinsame Erlebnisse. Wenn du das tust, was du liebst, ziehst du Glück und sogar Geld geradezu magisch an. Ein kleines Beispiel: Der Scorpions-Song Wind of Change, inspiriert von ihrer Reise nach Moskau kurz vor dem Mauerfall, wurde zum Soundtrack einer friedlichen Revolution. Sie spielten ihn sogar im Kreml vor Gorbatschow. Der Song kam in 88 Ländern in die Charts und gilt bis heute als erfolgreichster Song einer deutschen Band. Dies war nicht geplant, es geschah einfach so. Rudolf würde sagen, dass der Zeitpunkt einfach gestimmt hat. Kernaussage 4. Der rockende Yogi. Wir begeben uns nach Los Angeles im Jahr 1987. Die Scorpions haben ein Jahr im Studio verbracht, um ihr neues Album aufzunehmen und sind nun nahtlos auf Tour. Nach 10 Konzerten in Leningrad steht Los Angeles auf dem Plan. Alles ist cool, aber auch sehr anstrengend. Rudolf Schenker spürt die Anstrengungen, als er morgens aufgrund von Rückenschmerzen nicht mehr aus dem Hotelbett aufstehen kann. Dass er zuerst eine Haftungsausschlusserklärung für den amerikanischen Arzt unterzeichnen muss, ist noch sein geringstes Problem. Denn heute Abend steht ein Auftritt im ausverkauften Forum vor 18.000 Zuschauern auf dem Programm. Eine Woche im Bett zu verbringen und sich auszukurieren, wie der Arzt vorschlägt, ist daher keine Option. Also greift Rudolf zur Chemie, um auf der Bühne stehen und spielen zu können. Doch immerhin ist er klug genug, um nach dem Konzert über die Ursache seiner Schmerzen nachzudenken. Als Gitarrist belastet er die Muskeln auf seiner rechten Körperseite erheblich mehr als auf seiner linken Seite. Dies führt zwangsläufig zu einer Fehlhaltung, die sich schließlich in Form von Schmerzen bemerkbar macht. Die Lösung? Rudolf nimmt seine regelmäßigen Yoga-Übungen wieder auf, die er im vergangenen stressigen Jahr vernachlässigt hatte.
Tatsächlich gelingt es ihm, seine Rückenschmerzen auf diese Weise zu bewältigen. Interessanterweise hätte es gar nicht erst zu diesen Schmerzen kommen müssen. Schon als Teenager las Rudolf die Bücher seines Vaters über Yoga-Philosophie. Dort erfuhr er, dass Körper, Geist und Seele eine untrennbare Einheit bilden und dass Krankheiten auftreten, wenn die richtige Balance fehlt. In seiner Jugend begann er täglich Hatha-Yoga zu praktizieren, eine Kombination aus Meditation, Atemübungen und körperlichem Training. Über die Beatles hörte er von dem indischen Guru Maharishi und dessen transzendentaler Meditation. Zum Glück praktizierte eine Gruppe von Maharishi-Anhängern sogar in Hannover, sodass Rudolf nicht nach Indien reisen musste, was er sich Ende der 60er Jahre einfach nicht leisten konnte. Seitdem hat er sich mit Yoga, transzendentaler Meditation und kleinen Ayurveda-Kuren fit gehalten. Natürlich hat Rudolf im Laufe seiner Karriere den einen oder anderen Joint geraucht und auch der Alkohol floss in Strömen. Schließlich sind die Scorpions eine Rockband. Aber letztendlich war die Musik für ihn immer ein besseres Rauschmittel als Drogen. Das ist Rudolfs Weg. Yoga begleitet ihn bereits seit über einem halben Jahrhundert und er ist immer noch topfit und steht auf den Bühnen dieser Welt. Dennoch muss jeder seinen eigenen Weg finden. Schau dich also um und finde die Methode, die für dich am besten geeignet ist, um deine Gesundheit zu erhalten. Dies beinhaltet in der Regel regelmäßige Bewegung, bewusste Ernährung, geistige Bildung sowie Atemübungen und Meditation. Durch Meditation wird dein Geist klarer und du kannst wieder bewusste Entscheidungen treffen, wie beispielsweise die, endlich deinen Träumen zu folgen. Kernaussage 5. Liebe dich selbst, um Liebe zu bekommen. Im Frühjahr 2003 sind die Scorpions mal wieder auf Tournee in den USA, diesmal in Boston. Alles läuft reibungslos, bis Rudolf Schenker, der 54 Jahre alt ist, einen Anruf von seiner Frau Margret erhält. Sie möchte die Scheidung, nach 37 Jahren Ehe. Rudolf geht nicht zur Hotelbar, um sich zu betrinken. Stattdessen läuft er durch die Stadt, völlig aus der Bahn geworfen. In einem Park begegnet ihm plötzlich ein Mann, der aus dem Nebel auftaucht und ihn mit seinem Namen anspricht. Dieser Mann ist ein Fan, der die Eingebung hatte, seine komplette Scorpions-Sammlung zu packen und loszulaufen, um in der Millionenstadt Boston ausgerechnet auf den Gitarristen seiner Lieblingsband zu stoßen. Solche Zufälle kann man sich nicht ausdenken. Während dieser Begegnung erkennt Rudolf, wie wichtig seine Musik für die Menschen ist. Er begreift, dass ihre Lieder Menschen auf der ganzen Welt berühren und ihnen in schweren Zeiten helfen. Musik ist dazu da, Menschen zum Träumen zu bringen und sie miteinander zu verbinden. Ein paar Tage später realisiert er auch, dass für ihn immer die Musik an erster Stelle stand und seine Familie nur an zweiter. Diese Erkenntnis hilft ihm, Margrets Entscheidung zu akzeptieren. Die Trennung schafft Raum für eine neue Liebe, nämlich Tanja aus Novosibirsk, die er auf einer Konzertreise in Russland kennengelernt hatte. Rudolf sagt, dass zwischen ihm und Tanja von Anfang an eine spirituelle Verbindung bestand. Aber er musste zuerst seine Vergangenheit loslassen, um eine neue Liebe in sein Leben zu lassen. Es gab Zweifel, aber diese Zweifel stammen aus dem Verstand, nicht aus dem Herzen. Am Ende triumphierte die Liebe. Tanja zog nach Deutschland und inzwischen sind sie seit fast 20 Jahren glücklich zusammen. Was lernen wir aus dieser Geschichte? Wenn du dich selbst liebst, strahlst du eine Energie aus, die Liebe anzieht. Dies ist auch als das Gesetz der Anziehung bekannt. Es funktioniert tatsächlich in Bezug auf Liebe, Erfolg und Negatives gleichermaßen. Daher habe keine Angst, insbesondere nicht vor der Zukunft. Die Zukunft ist eine Illusion, da niemand weiß, was morgen bringt. Lebe im Hier und Jetzt und verfolge deinen Lebenstraum. Übrigens, welcher Song lief im Radio, als Tanja im Taxi zum Flughafen fuhr, um zu Rudolf zu fliegen? Es war Still Loving You von niemand Geringerem als den Scorpions. Das kann man wohl als ein Zeichen bezeichnen. Zusammenfassung zum Buch Rock Your Life von Rudolf Schenker und Lars Ament. Die Geschichte von Rudolf Schenker und den Scorpions ist ein inspirierendes Beispiel dafür, wie man seine Träume verwirklichen und ein erfülltes Leben führen kann.
In den Kernaussagen dieses Buches finden sich wichtige Lebenslektionen, die uns daran erinnern, wie wir unsere eigenen Ziele erreichen können. Lebenslektionen 1: Scheitern ist Teil des Erfolgs. Rudolf Schenker und die Scorpions haben zahlreiche Herausforderungen gemeistert und aus Rückschlägen gelernt. Sie haben gezeigt, dass Misserfolge nur vorübergehende Hürden auf dem Weg zum Erfolg sind. Lebenslektionen 2: Folge deinem Herzen, nicht deinem Verstand. Rudolf erkannte frühzeitig seine Leidenschaft für die Musik und folgte seinem Herzen, um seinen Traum von einer Rockmusikerkarriere zu verfolgen. Diese Entscheidung führte zu einem erfüllten Leben und internationaler Anerkennung. Lebenslektionen 3: Tu, was dir Spaß macht, aber nicht des Geldes wegen. Rudolf investierte Zeit und Energie in die Musik, weil er sie liebte, nicht um schnell Geld zu verdienen. Sein Erfolg kam nicht über Nacht, aber er zeigte, dass die Leidenschaft für das, was man tut, letztendlich belohnt wird. Lebenslektionen 4: Der rockende Yogi. Rudolf praktizierte Yoga und Meditation, um sowohl körperlich als auch geistig fit zu bleiben. Seine Gesundheit und Ausdauer haben ihm geholfen, eine lang anhaltende Karriere in der Musik zu genießen. Lebenslektionen 5: Liebe dich selbst, um Liebe zu bekommen. Nach einer schmerzhaften Trennung fand Rudolf neue Liebe und Glück, indem er sich selbst akzeptierte und in Einklang mit seinen eigenen Wünschen und Bedürfnissen lebte. Diese positive Energie zog Liebe und Erfolg in sein Leben. Die Geschichte von Rudolf Schenker und den Scorpions lehrt uns, dass es nie zu spät ist, seinen Träumen zu folgen und das Leben nach den eigenen Vorstellungen zu gestalten. Mit Leidenschaft, Entschlossenheit und einem festen Glauben an sich selbst kann man die größten Hindernisse überwinden und das Leben in vollen Zügen genießen. Rudolf Schenker ist ein lebendiges Beispiel dafür, wie man sein eigenes Rockstar-Leben erschaffen kann, und ermutigt uns, unser Leben selbst in die Hand zu nehmen und unsere Träume zu leben. Vielen Dank, dass Sie zugehört haben. Ich hoffe, Sie haben wertvolle Einblicke und Inspiration aus dieser Zusammenfassung gewonnen. Wenn Ihnen diese Zusammenfassung gefallen hat und Sie mehr spannende Buchzusammenfassungen hören möchten, dann würde ich mich sehr über Ihr Like für dieses Video und Ihr Abo für unseren Kanal freuen. Auf diese Weise verpassen Sie keine unserer neuen Buchzusammenfassungen und bleiben immer auf dem Laufenden. Teilen Sie gerne Ihre Gedanken und Einsichten, die Sie mit dem Buch gemacht haben, unten in den Kommentaren mit uns. Teilen Sie Ihre Meinung und lassen Sie uns gemeinsam in einen interessanten Gedankenaustausch eintreten. Nochmals vielen Dank fürs Zuhören und wir freuen uns darauf, Sie beim nächsten Buch wieder hier zu begrüßen. Bis bald!